Willkommen, liebe Freunde des blutigen Ballsports. Hier auf dem Kanal von Writing Bull zeigen wir euch wie immer am Samstagabend 21 Uhr den zweiten Teil unserer Dinner Time. Ihr seht Blood Bowl 2, genauer gesagt ein Spiel aus der Blood Bull Liga, aus der 2B nämlich, und zwar die zweite Hälfte der Begegnung zwischen den Gambling Gaming Gods von Chris Labusco und den Paintrain Raiders von Neo Genesis. Ich bin Orun und ich bin nicht euer einziger Moderator des heutigen Abends. Nein, ich habe meinen charmanten Mitmoderator bei mir, den lieben Skydiver. Servus ihr Lieben, servus Orun. Ein kleines Wörtchen noch, warum wieder Liga 2B? Hatten wir ja in der ersten Dinner Time schon zu der neuen Saison. Ja, darum möchten wir euch nochmal bitten, gebt uns Tipps. Wir haben im Forum einen Thread, wo wir quasi der Dinner-Time-Thread, wo wir euch bitten, Tipps abzugeben. Wir haben zwei Tipps gehabt, ein dieses Spiel hier und ein anderes. Das andere war allerdings, haben neutrale Zuschauer gesagt, war nicht so gut. Und deswegen haben wir keine andere Wahl gehabt, als das hier zu nehmen. Laut Statistik von Blood Bowl 2 war kein Spiel von der Statistik her so ansprechend, dass wir sagen müssen zum Beispiel, ja, da sind 4 Tote, das müssen wir jetzt zeigen. Und uns blieb nur diese eine Wahl, deswegen Liga 2B. Sorry dafür, aber Leute, seid ein bisschen aktiver. Ihr seid 88 Mann da. Ja. Es ist einfach das Problem, wir haben 88 Mannschaften, das heißt jeden Spieltag 44 Begegnungen. Und aus diesen 44 Begegnungen selbst eine interessante herauszufiltern, ohne sich dabei über die jeweiligen Begegnungen unnötig zu spoilern, ist echt schwierig. Deswegen sind wir auf solche Empfehlungen in unserem Faden im Forum angewiesen, um gute Spiele zu finden. Wir finden zwar auch, also wir haben auch durchaus selbst eine gute Nase, aber als wir die Dinner Time angefangen haben, waren es halt nur halb so viele Leute. Und da haben wir uns auch noch auf die erste und zweite Liga konzentriert, also auf die oberen Ligen. Aber spätestens seit wir jetzt sagen, hey Leute, eigentlich können wir jedes Spiel zeigen, solange es interessant ist, überflutet uns das einfach. Also helft uns da, gebt uns Tipps. Wenn euer Spiel gut gelaufen ist, also vielleicht mal so als Maßstab für euch. Ein Spiel, das interessant für die Dinnertime ist, ist einfach, wenn mehr als, sagen wir mal, mehr als ein Touchdown sollte es mindestens sein. Es muss spannend sein. Also ich sage mal, ein Touchdown geht manchmal auch, aber in der Regel so ab 2 Touchdowns aufwärts. Und es muss spannend sein. Also entweder, weil es erst kurz vor Ende sich entschieden hat oder weil innerhalb weniger Runden unglaublich viel passiert ist. Und da vertraue ich einfach mal, oder da vertrauen wir einfach mal auf euer Gefühl. Wenn ihr sagt, euer Spiel war interessant, dann empfehlt es uns. Dann wissen wir wenigstens, dass wir nach dem Spiel mal gucken können. Genau. Oder jetzt, falls ihr mal zufällig ein Spiel gesehen habt. Ja, natürlich, als Zuschauer auch. Also man kann das Spiel empfehlen, sowohl wenn man selbst einer der Coaches war, als auch wenn man es gesehen hat, wenn man es mal zugeguckt hat. Ich weiß ja, dass oft den Spielen auch zugeguckt wird, wenn sie rechtzeitig angekündigt werden. Corvo Atano erstmal verletzt. Verpasst das nächste Match, habe ich gerade aufblinken sehen. Ja. Das wird korrekt. Ärgerlich. Aber wie gesagt, wenn man uns Spiele empfiehlt, fällt es wesentlich leichter, ein interessantes Spiel zu finden. So, zweite Halbzeit, kurz nochmal Resümee, es steht 1:1, das heißt alles komplett offen. Meie, werden die Rüstung durchbrochen ohne Ende. Typisch Chaos. Ich halte einfach mal kurz an, damit wir in aller Ruhe. Oder so, genau. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, dieses Gelähmt will nicht verschwinden. So. Genau. Ganz kurzes Resümee. Das Chaos, also 1:1. Beide haben 4 Wiederholungswürfe. Beide haben noch ihren Apotheker. Es gibt keine Sondersachen mehr. In der ersten Halbzeit haben wir den Einsatz eines Zauberers gesehen. Hier sieht man noch den Abdruck des Feuerballs. Hat leider nichts gebracht. Das Chaos ist in voller Mannstärke angetreten, ohne Ersatzspieler, und hat bis jetzt nur einen Verletzten zu beklagen, der hier unten einsam in der Ecke liegt. Das war ganz im ersten Zug der Rattenoger, sein genau. Starspieler. Die Ratten haben einen Starspieler, der jetzt leider
K.O. draußen liegt. rumliegt. Der hat aber ganz zu Beginn der ersten Halbzeit tatsächlich diesen einen Verletzten produziert. Und die Ratten, die sind, wenn man den Starspieler mit einrechnet, volle Mannstärke plus zwei Ersatzspieler angetreten. Und die sind jetzt, wie man sieht, ne, fünf, also drei Mann in der Unterzahl. Ja, und Line of Scrimmage ist aufgeräumt. Ich korrigiere mich, vier Mann in der Unterzahl, weil sie haben ja inzwischen hier den verletzten Corvo Atano. Stimmt. Also wie gesagt, Line of Scrimmage aufgeräumt, beide gestunt, einer ist wieder K.O. vom Feld. Hier sogar verletzt, das war der Verletzte eben, den wir gesehen haben. Ja. Und jetzt hat quasi das Chaos den Weg frei, kann ganz gemütlich in die gegnerische Hälfte spazieren, wo die armen drei Gossenläufer sind mit ihren Stärke 2, Rüstung 7 und dann noch zwei Feldspieler, wenn ich das richtig sehe. Oder sind es Stormwormen? Ich kann die immer so schlecht auseinanderhalten, ne? Die zwei im Zentrum. Ich versuch's gerade mal. Du meinst hier die zwei, die da am Boden liegen? Nee, der ganz rechts steht, einmal an der Flanke jetzt. Das ist ein Stormwormen. Okay, und der ganz oben steht mit den Gossenläufer zusammen. Feldspieler. Feldspieler, okay, ein Stormwormen, ein Feldspieler, alles klar. Auf die muss er sich jetzt hier diesen Zug verlassen. Und wir sehen, er baut keine Mauer auf. Nein, er umrundet die Chaosspieler. Da kommt der die Blitz. Den Ball haben, sollte man nochmal dazu sagen. Genau. Die Ratten hatten in der ersten Halbzeit als erstes angreifen dürfen. Erfolgreich, muss man dazu sagen. Und danach hat Chaos halt den Rest der Halbzeit relativ dominiert und hat am Ende dann seinen Ausgleich gemacht. Und jetzt muss Chris Lahusko halt mit vier Mann in der Unterzahl umgehen und Ratten gegen Chaos bei vier Mann Unterzahl, gerade so ein Chaos-Team wie hier von Neo Genesis, das geboren wurde, um seine Gegner zu zerpiep. Mhm. Ne? Das Wort darf ich nicht mal aussprechen. So igelig ist es. Also und, ist schon krass, also die Stärke, die ja. auf dem Feld ist. Ja, es und ist die sehr, Anzahl. Sehr viel Klaue, sehr viel Knochenbrecher auch. Also dieses Team ist wirklich geboren worden, um seine Gegner zu zerlegen. Und da muss er dann halt jetzt mit Umlaufen, mit Gewandtheit, mit Laufspiel arbeiten, was Ratten ja immerhin wenigstens sehr, sehr gut können. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben halt die Chaos den Ball. Und das heißt, die Ratten müssen eigentlich erstmal einen Weg finden, diesen Ball wieder zu bekommen. Eben, Chris Lahusko hat sich jetzt auf der rechten Seite von uns aus gesehen dort positioniert, deswegen muss Neo Genesis auf die linke Seite ausweichen. Theoretisch hätte er eigentlich kein Problem damit, er hat die ganze zweite Halbzeit Zeit, um hier den Touchdown zu machen, um sich durch die Ratten durchzuprügeln, also das wäre eigentlich auch kein Problem. Ich bin gespannt, was jetzt hier Chris Lahusko vorhat. Er bringt die Gossenläufer in Position, das heißt, er spekuliert darauf, den Ball zu bekommen, einen weiten Pass zu werfen oder ähnliches. Ja, unsere Kamera-Goblins, Kamera-Hobbits haben wieder Spaß an der Slow-Mo-Funktion, wie ich sehe. Naja, die spielen wieder auf, die hauen wieder auf die Tasten rum, ja. Ja. Immer bin ich jetzt gespannt, wie er den Ball da rausbekommen soll, aus diesem Chaos-Knäuel. Da bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen, sehr gespannt. Vor allem, weil er die meisten seiner Ratten ja hier auf die untere Hälfte schickt, in die gegnerische Zone. Ein Go for it, erst eine 1, dann eine 2 gewürfelt. Das ist alle Ratten werden zurückgezogen, außer ja, der einen. Das ist, okay, als will er, dass Genesis hier den Touchdown macht, damit ja. Chris Lahusko Zeit hat, um das 2-2 dann zu machen, vielleicht. Deswegen. Aber ich meine, jetzt mal ja, ganz jetzt ehrlich, mal unter uns, wenn ich in Neo Genesis wäre, der wird einfach an der Endzone stehen bleiben und auf den letzten Zug warten. Das, was hier passiert, die Ratten gehen alle in die gegnerische Zone. Und das Chaos geht, also jedes Team geht quasi in die Zone des Gegners. Und Chaos ist in der Überzahl. Chaos hat den Ball perfekt unter Kontrolle eigentlich. Also eigentlich, ne? Ich meine, Chris Lahusko, du gibst dein Bestes und du bist ein super Spieler. Aber eigentlich sehe ich hier nicht, was die Taktik bringen soll. Aber das werden wir ja dann hoffentlich jetzt gleich rausfinden. Ich bin gespannt wie ein Regenschirm. Weil eigentlich kann sich Genesis am Ende einfach hinstellen und mit dieser Festung da stehen bleiben. Kurz vor der Touchdown-Zone und dann abwarten. Übrigens, Entschuldigung für die Nebengeräusche, das kommt davon, wenn ich meine Hand auf den Tisch fallen lasse. Du bist der Richter, the ja. Judge. Ja. So, was ich sage, ist Gesetz. Für das Volk. So, also die einzige Ratte, die an den Ballträger wirklich rankommt, ist zugestellt, wird jetzt zugeblitzt. Wird zugeblitzt. So, und liegt auf dem Boden. Bis sie blind ist. Bis sie blind ist. Ja, zugeblitzt, bis sie blind ist. Und natürlich noch zerquetschen mit den Knochenbrecher-Klauen, Mann.
Haben wir in der Dinner Time noch nicht so oft gesehen, diesen Skill, dieses Zerquetschen. Nee. Ich glaube, wir haben das mal bei einem Ork-Team gesehen, aber sonst eher selten. Es macht wirklich Sinn, wenn du Klauen und Knochenbrecher hast. Du blockst erstmal einmal und dann machst du nochmal Zerquetschen drauf, weil das spielt auch, soweit ich weiß, eine Rolle mit Klauen und Knochenbrecher. Also es wirkt mit drauf. Also So, jetzt klar die ist, dass der liebe Genesis eigentlich jetzt kein Bedürfnis haben müsste, dass er allzu schnell einen Touchdown macht. Die meisten Ratten sind weit weg, die Ratten sind in der Unterzahl. Er kontrolliert den Ball. Also deswegen, ich bleibe dabei, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Also diese Taktik sehe ich auch zum ersten Mal. Wenn du einen Gegner zwingen willst, schnell einen Touchdown zu machen, musst du ihn unter Druck setzen. Das ist natürlich in Unterzahl, das ist alles andere schwierig. Als leicht. Klar, mit ja. Ratten gegen Chaos in Unterzahl, schwierig. Ach du Scheiße. Nein, gut. Nein, Starspieler-Punkte sag mir nicht. Präsentieren. Okay, es klappt. Ich dachte jetzt weißt ernsthaft. Weißt du, was jetzt gewesen wäre, der wäre da nach unten gescattert. Stell dir, stell dir mal vor, der hätte den nach links zwei Felder weg gescattert. Der wäre rausgefallen, also aus der Zone, und wäre dann ungenau passt, ja. ganz genau auf die andere Seite zu den Ratten geflogen. Stell dir mal vor, das wäre passiert. Da wird er sich sowas von in den Hintern beißen. Ich meine, es ist wieder dasselbe Spiel. Ne? Hier einer seiner starken Spieler hat den Ball, ne? oder einer seiner guten Träger. Der hat jetzt ja auch den Level ab hier von dem. Genau, er gibt jetzt hier dem einen, dem noch ein SSP fehlt, dem gibt er halt den Ball. Ne? Der muss den Pass nochmal zurückschmeißen im nächsten Zug. Und dann hat er auch ein Level ab, wie eben der Passwerfer. Der hat nämlich auch jetzt 51. Oder er macht halt den Touchdown. Ne? Ja, kann man auch. Aber ja, ich meine, er hat noch genug Zeit. Ja. Es ist halt nur, ich würde ihn in die Mitte stellen. Ins ja. Zentrum. Da ja. kann nicht so viel mit Scattern passieren. Ne? Das stimmt wohl. Okay, auch hier wieder Knochenbrecher gelähmt. Gordon Freeman gelähmt. Ich sag nur Half-Life. Mhm. Und jetzt ist er sogar K.O. durch das Zerquetschen. Oh, ein Wunder, eine Ratte ist K.O. 1, 2, 3, 4, 5, 6 K.O.s da draußen. Einen Verletzten. Zwei Auswechselspieler hat er gehabt. So, schwer Mathematik. Das heißt, 4 Leute fehlen ihm. Ja. Aber jetzt ist echt die Frage, also Chaos ist, jetzt ist eigentlich nur noch Chaos in dieser Hälfte. Also wir haben jetzt gerade den Punkt erreicht. In der Hälfte der Ratten sind nur noch Chaos-Spieler. Und in der Hälfte des Chaos sind nur noch Ratten. Also ich glaube, die haben sich verlaufen. Ich habe auch langsam das Gefühl, hier geht... Weißt du was? Weißt du, was das sein könnte? Ja. Vielleicht hat der... Die haben ja hier in den Stadien immer so Leib- und Magenköche. Ob der da irgendwelche seltsamen Pilze reingemischt hat? Nee, ich glaube eher, es liegt... Unter uns, also quasi im Süden der Kamera, ist ein riesiger Käse aufgestellt worden. Und im Norden... Jetzt hier irgendwo. Ja, guck, der hält in der Hand da gerade. Da tatsächlich, da habe ich den Käse kurz gesehen, hat es gelb aufgeleuchtet. Und im Norden ist einfach ein riesiger Fleischeintopf. Ja, das kann sein, das kann sein. Jetzt kommt der Werfer aber und schnappt sich hier so einen vereinzelten Tiermenschen. Tierkadaver, was? Nein, nicht Tierkadaver, Tiermensch, das Wunschbärchi. Der Pau. Gut, er liegt nur, steht nächste Runde wieder auf, hat jetzt, ja, war halt so, ne? Ja. also inzwischen ist es so ein bisschen so, was passiert hier? So, ich will jetzt noch ein Pass sehen wenigstens. Ja, ich muss übrigens, wo ich gerade auf dem hier bin, Freundschaftsbärchen, ne? Hier unser Prügler mit Klaue, Knochenbrecher und Zerquetschen, hier, der hier so viel Schaden angerichtet hat, zusammen mit seinem Schlummerbärchen-Kumpanen, der dieselbe Kombination hat, wenn auch mit einem Rüstungsdown. Aber hier Freundschaftsbärchen, weißt du eigentlich, wie viele Spieler dem schon zum Opfer gefallen sind? Oh, Moment, da kann ich sogar nachgucken. Oder weißt du das aus dem Kopf? Nee, ich weiß halt nicht aus dem Kopf. Weißt du da noch, wie viel dem... Weil ich kann mich noch erinnern, Freundschaftsbärchen wird seinem Namen sehr gerecht. Er umarmt gegnerische Spieler sehr gern und sehr brutal. Und ich habe mir mal sagen lassen... 19 verletzte Spieler. Wie viel? 19. 19 verletzte Spieler. Ja. Das ist heftig. 19... Also dieser Spieler allein hat 19 Spieler verletzt. Was ist das denn? Das war ein verunglückter Pass. Eine 2 auf die 3 plus. Das sollte ein Abspiel werden, wahrscheinlich zu ihm hier. Zu irgendwem halt. Ja, aber das Symbol ist kein Pass-Symbol, sondern ein Abspielsymbol, wenn ich das richtig sehe. Ja, nee, das ist ein Pass. Ah, okay. Das ist ein Pass. Abspiel ist, ein Pass. Ist so ein kleiner okay, Pfeil. Dann hast du recht, okay. Aber wahrscheinlich doch zu einem der unteren als Quick Pass, um die Starspielerpunkte voll zu machen. Und der jetzt Wurf ist. Der da, und jetzt, wenn jetzt da eine Ratte drankommt,
Ja, also jetzt ist, das ist jetzt, und da, guck mal, Und der Werfer! da kommt dann der Der Werfer, der Werfer! Werfer. Aber Der jetzt Werfer, mal, da ganz ist keine kurz, Technozone auf dem Ball. bevor das passiert, ich will es nur gerade sagen, also er hat hier den Pass geworfen, einfach nur für die SSP, vermute ich mal. Also ne, Genesis, belehre mich gerne eines Besseren, aber du hast hier jetzt einen Pass geworfen, der ist schief gegangen. Das hättest du natürlich nicht vorhersehen können, für die SSP wohl. Und der liegt da jetzt, jenseits jeder Tackle-Zone. Also perfekt, weil hier ist eine Tackle-Zone. Ja, Tackle-Zone. Hier ist eine Tackle-Zone. Das heißt, hier freier Raum für die Ratten. Und als ob Chris Larusco hier in die Zukunft sehen konnte, hatte er seine Ratten hier in der Hälfte. Er hat gut spekuliert, ja, und jetzt bin ich gespannt, ob er daraus Kapital schlagen kann. Er hat wurfsicher, der Pass sitzt, fängt er ihn auch, er fängt ihn. Der. Er hebt ihn mit dem Werfer auf, passt ihn rüber. Der Stormwoman nimmt sich den Ball und rennt in die andere Hälfte. Und Und in Chaos dieser kommt nicht Hälfte, ran. ja, in dieser Hälfte ist kein Chaos. Also in dieser Runde, Das ist die beziehungsweise reinste in Ordnung. diesem Zug, im Zug 14, kommt Chaos an den Ball nicht ran. Oh, was wird jetzt Neogenesis jetzt tun? Ich glaube, die Schreibtischplatte ist die Hälfte kürzer. Aber mindestens. Er hat einen sicheren Touchdown hergegeben, um diesen einen Starspielerpunkt voll zu machen, damit ein Level abgibt. Ja, Aber mein Gott, hat er das? Ja, stimmt, deswegen hat er das gemacht hier. Wie du gesagt hast, ne, er hat mit dem Spieler gepasst, um den Starspielerpunkt zu kassieren. Und das hat ihn jetzt, also quasi sein Greed nach SSP, hat ihm jetzt eventuell seinen sicheren, ne, es hat ihm seinen sicheren Touchdown gekostet. Ja, und der Werfer wird jetzt erstmal hier vorne ein Sandwich gemacht dort. Die sind alle sauer auf den. Wie kannst du es wagen? Uns dem. Oh, Jetzt geht's jetzt richtig wird's. los, Freunde. Jetzt geht's richtig los. Oh, jetzt bekommt er sowas von auf die Mütze. Ein Pau. Aber normales Pau. Heilstand. Und nee, er Und muss gefoult werden. Er er muss ist dafür gefoult. büßen. Er muss büßen. Genesis ist böse. Genesis ist wütend. Und er ist nur gelähmt. Oh mein Gott. Und der Stormwoman rennt. Und hier steht ja im Prinzip schon eine Riege von Ratten bereit, um das Ding zu verteidigen. Ja, die rufen alle meins, 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 meins. Genau, meins, 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 meins. Trevor Phillips Ja. ist K.O. Und es kann, ja. Oh, Wunder. Auch Wir das haben schon wieder wieder, sieben. weißt du, so eine einzige Ratte, ein ganz gewöhnlicher Feldspieler, Corvo Attano, der alte Kerl aus den Dishonored-Spielen, der hat kassiert. Der hat ja auch noch keine SSP. Der hat das Ding kassiert. Alle anderen gehen nur K.O. Es ist wirklich ein Hohn Ja. für das Chaos-Team. Und So, jetzt gehen die Chaos ist aber wieder. los. Und Jetzt. wow, es ist ein Chaos in der eigenen Hälfte wieder zurück. Ja. Herzlich willkommen. Möchten Sie eine Banane? Genau. Und jetzt beginnt der große Ein Chaos-Sturm auf die Erfrischungscocktail. eigene Hälfte quasi. Auf die Seite. Der Das ist Sturm auf genau die meine. eigene Hälfte. Also, nichts für ungut, Genesis, ne? Du weißt, wie wir das meinen. Jetzt wird noch ein Foul kommen, glaube ich. Ja, Die natürlich. Das lässt Leute doch bleiben. Genesis. Genesis hat doch nur eine Ratte, die er traktieren kann. Oh. Und die ist gelähmt. Ist halt die Es Frage, ist der Wahnsinn. ob es jetzt wirklich noch so viel ausmacht, hier diesen Spieler unbedingt zu faulen. Also man kann sich über den Sinn und Unsinn dieses Foulens jetzt natürlich streiten, aber solange er ihn nicht ernsthaft verletzt, hält er ihn halt quasi nur inaktiv und dann ist das halt, ja, eigentlich durchaus okay. Aber das ist halt immer so diese Sache mit dem Foulen, ich wiederhole das immer wieder gerne. Foulen ist in unserer Liga absolut erlaubt, aber wie ich immer so schön sage, alle spielerischen Mittel sind erlaubt, aber manche, sagen wir mal so, werden nicht gern gesehen. Und faulen wird je nachdem unter welchen Bedingungen eben zum Beispiel nicht gern gesehen. Allerdings muss man auch sagen, Chaos-Teams leben irgendwo ein Stück weit vom Faulen, Ja, also vom Verletzen der Untote, Gegner. Chaos, Nörgel. Und nachdem er fast nur KOs produziert hat, verstehe ich irgendwo, dass er diese Gelegenheit jetzt nutzt. Gerade weil er durch diese Sache mit dem Ballverlust jetzt natürlich zu Recht So, das war's. Der wütend letzte ist. Zug. Ich darf bitten, über die Linie zu gehen. Es sei denn, er will noch mal einen blocken und wirft einen Double Skull. Reroll Ja, Double Skull. das hier war halt Das. seine letzte Chance, ne? Dieser Chaoskrieger hätte es schaffen können. Der Mann mit den 19 Verletzungen hätte es schaffen können, aber es hat nicht gereicht. Die Ratte Dodge auf hat die 5 gesagt plus. nein und hat ihn einfach umgeboxt. Weil das wäre es gewesen, wenn es sei denn, er hätte ihn reingepusht in der Zone. So, jetzt kommt der Block. Jetzt Achtung, ob der Double Skull kommt oder nicht. Das wäre jetzt.
Ja, ist so Push, okay, Ja, kein den Block Turnover. hätte ich, also den Block hätte ich jetzt nicht mehr gemacht, bin ich ehrlich. Ich auch Aber er nicht hat mehr. Glück und da rennt sein Stormvermin und macht den Touchdown. 2 zu 1, Respekt an die Gambling Gaming Gods, an Chris LaRusco, an den Neuling gegen den alteingesessenen Profi Genesis, der eigentlich nur verloren hat, weil er eben diesen 1-Star-Spieler generieren wollte durch das Passspiel. Der Ball scattert ausgerechnet dorthin, wo keine Tackle-Zone des Chaos ist, wo sich der Werfer den Ball einfach schnappen konnte. Es war wirklich, es war bitter. Also ich muss auch sagen, ich habe hier echt ein bisschen Mitleid mit Genesis, obwohl er ja echt so der Prü, also ne, er ist ja der Verprügler im Prinzip. Aber das ist bitter. Man möchte eigentlich nur diesen einen SSP haben, um den Spieler aufsteigen zu lassen. Und dann passiert sowas. Und jetzt guck dir mal an, wer sein MVP geworden ist, ne? Lieb mich, Bärchi, der am Anfang verletzte Spieler. Und diese 5 Punkte reichen auch genau, das sieht man hier kaum, 16-16, reichen genau für den Aufstieg. Also hat er zwei Level-Ups, wenn ich richtig gezählt habe. Also zumindest sind mir zwei aufgefallen, die ein Level-Up haben. Ja, das müsste richtig sein, soweit ich mitgezählt habe. Und hier drüben auch Cloud, der eine verletzte Feldspieler, der ist MVP geworden. Also ich muss. Jetzt mal ohne böse zu sein, aber ich muss manchmal ein bisschen lachen, welche Spieler zum MVP ernannt werden. Ja, das ist halt einfach ein Roll eines W16-Würfels und fertig. Also Echt? es hat Okay. nichts, ja, es hat nichts. Also so ist es zumindest beim Tabletop. Beim richtigen Tabletop wirfst du am Ende jeder Coach einen W16 und der Spieler mit der jeweiligen Rückennummer hat dann den MVP. Also auch wenn das im Tabletop so ist, muss ich ehrlich sagen, gerade im Computerspiel, wo ja das Spiel quasi aufzeichnet, welcher Spieler was tut, wäre MVP, also Most Valuable Player, besser. Also da gibt es mit Sicherheit bessere Wege, ihn zu ermitteln. Aber gut, sei das dahingestellt. Es ist, wie es ist. Chaos, ein Touchdown, einen Pass, das war eben jetzt, ne? Das war der Pass. Nee, ich glaube, der zählt dieses Abspiel. Ich weiß es auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, Moment, das ist bei Chaos, ja, Ja, genau. Entschuldigung. Also, das ist dieses Abspiel. Das andere ist ja schief gegangen, ne? 21 Rüstungsbrecher, davon eine Verletzung. Und wenn ich richtig gezählt habe, weil am Ende wieder 6 Leute, glaube ich, K.O. waren. Sieben waren auf der Also. KO-Bank, vorher auch 37 Meter aufgestanden. Nee, vorher waren auf etliche KOs. Etliche K.O.s. So. Und viele Lähmungen, wie wir auch gesehen Ja, haben. ja. Und bei den Ratten ein Rüstungsbrecher, der ging aber gleich als Verletzung durch. Ja, der Rattenroger, Durch ja. den Rattenoger, genau, durch die große Ratte. 2 Pässe und 2 Touchdowns. Also, War der Wahnsinn. Also das Spiel um hat das hier richtig an der Laune Stelle gemacht. mal festzuhalten, ne? Chris Larusko hat ja selbst gesagt, als er noch in der letzten Saison noch in der dritten Liga war und als er wusste, er steigt auf und dass er es eventuell mit Genesis zu tun bekommt, hat er ja noch selber gesagt, er hätte es schon gern lieber in die Liga zu kommen, wo er nicht mit Genesis konfrontiert wird. Und dann kam er in die Liga, wo er mit Genesis konfrontiert wird und macht das hier. Ja, naja gut, es lag viel an Genesis selbst. Er hätte es einfach nur das 2-0, 2-1 machen brauchen und Ruhe wäre gewesen. Ne? Also sagen wir mal ehrlich, durch dieses Ja gut, Passspiel. dass er ihn besiegt hat, nee, das ist, weil Genesis nicht einfach den Touchdown mit dem Spieler gemacht hat, weil dann hätte er ihn ja auch aufsteigen lassen. Das hätte ja auch gereicht. Das stimmt, das ist deswegen. Aber auch wie viel Glück einfach oder wie viel Pech eher Genesis bei den Verletzungswürfen hatte, dass es immer K.O.s waren. Das meine ich eher. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Man hat manchmal einfach Pech in der letzten Saison mit meinen Waldelfen, habe ich ja auch richtig aufs Fressbrett bekommen. Und ja, in dieser Saison ist es für mich ein bisschen besser gestartet, aber darauf gehen wir an dieser Stelle jetzt nicht näher ein. Grüße an Shakriel. Ich hoffe, deine Echsen haben sich erholt. Ja, und auch hier, man sieht es halt, ne? 11 SSP und auf der anderen Seite haben wir es mit 12. 15, wenn ich es richtig addiert 12, ja, habe. 15, richtig, 15. Wobei 2 auf große Ratte entfallen. Da ist halt die goldene Frage, das weiß ich nicht, aber das ganz ehrlich, das können wir nachgucken. Da bin ich jetzt einfach mal so frei. Bin ich jetzt einfach mal ganz schnell auf die Teams. Ihr habt nichts gesehen? Niemand hat irgendwas gesehen? Gambling Gaming Gods, mal gucken, haben sie die. Hat er sich vielleicht. Nee, er hat sich große Ratte nicht gekauft, weil Du kannst ihn man. nicht kaufen. Ach stimmt, du kannst dir die.
Die normalen Spieler, die Reisenden kannst Die du dir Reisenden kaufen. kannst du dir kaufen, stimmt, die Starspieler nicht. Aber ich dachte jetzt einen Moment echt so, ob er sich, weil das wäre geil für ihn, wenn er den sich jetzt noch hätte kaufen können. Ja, aber Aber dann gut, kostet das immer ist too Starspieler, much. spielst du immer gegen die Schwachen, weißt du, Ja. nee, gegen die Stärkeren kannst du den Starspieler leisten, den kannst du übernehmen oder so. Nee, Das nee, ist hast nicht Sinn recht, und hast Zweck der recht. Sache. Nee, nee, aber ist halt schade, weil dann zwei SSP sind dann überflüssig. Das heißt, 13 sind wirklich, ne, nützlich. Aber gut, ist auch Ist ein keine guter Wert. schlechte. Ich würde meinen, ist kein schlechter Wert, absolut nicht. Ja. Nee, aber ich würde sagen, mit dieser Aufstellung der Gambling Gaming Gods machen wir für heute dann auch Schluss. Das war ein, finde ich, sehr schönes Spiel. Ne, wenn auch natürlich beim letzten Zug spätestens klar war, wie es endet. Wobei ich sagen muss, ich fand es echt nochmal spannend, weil der letzte Zug des Chaos, das hätte ja nochmal richtig schief gehen können für die Ratten. Ne, mit dem anstürmenden Chaoskrieger, mit unserem Freundschaftsbärchi. Eine Und 6 aufs Dodge. genau, 6 aufs Deutsch, da hat Chris Larusko richtig Glück gehabt, dass der andere es nicht durchgeschafft hat. Aber dass er dann noch hingeht und diesen Block macht, der war zwar sehr safe, aber es hätte ja auch schief gehen können. Das Passspiel war auch safe, ja. Ja, das ist immer so dieses, das ist immer so diese Sache, deswegen sage ich immer wieder und damit verabschiede ich mich dann auch, Leute, traut euch ruhig mal was, weil nicht immer sind die safen Sachen wirklich safe. Spielt einfach mal mit ein bisschen Herz. Ich weiß, sagt sich so leicht, aber es macht's interessanter. Aber gerade nach dem jetzigen Spiel wird das kaum einer machen. Ich glaube auch, ich spreche gerade, glaube ich, genau in die falsche Richtung. Aber trotzdem, ich sag's immer wieder, spielt ein bisschen interessanter. Die Zuschauer. Für die Zuschauer. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleib strategisch.